in Ingolstadt. Was sind die beliebtesten Exporte aus Ingolstadt? Klar, Audi, dann das Reinheitsgebot von 1516 und es gibt eine legendäre Hardrock-Band, die hier ihren Ursprung hat, nämlich Bonfire, 1972 gegründet und von ihnen stammt auch die Schanzer-Hymne. Und der Bandleader ist bei uns, Hans Ziller, herzlich willkommen. Hallo, servus. Seit wann sind Sie FCI-Fan? Eigentlich seit 10 Jahren, als der FCI gegründet wurde, hatten wir die Ehre, die Hymne zu machen. Und seitdem bin ich natürlich glühender Fan. Ich war vorher schon Fußballfan und ist natürlich heute traumhaft. Traum. Die Band wurde 72 gegründet, also ganz ehrlich, viele Hardrock-Bands haben sich seither aufgelöst. Wie muss denn der FCI spielen, damit er genauso eine lange Tradition hinkriegt wie Bonfire? Eigentlich genauso, wie sie jetzt in Mainz gespielt haben. Leidenschaft, einer für alle, alle für einen. 11 Freunde müsste sein, so muss es sein. Die Schanzer-Hymne. Und das hier übrigens ist das neue Album von Bonfire. Es heißt Glorious. Und nächste Woche sieht man euch in Dresden und in... Dresden, Magdeburg, Thessaloniki, Athen ist ein bisschen weit weg. Aber Dresden und Magdeburg heute in einer Woche. Freuen wir uns. Also immer noch auf Tournee und es fließt neben Musik auch Fußball in seinen Adern. Dankeschön, Hans Ziller. Alles Gute für Sie. Und jetzt gibt es noch Musik in Ihren und in meinen Ohren, denn jetzt kommt Ihr Kommentator Marcel Reif. Viel Vergnügen. Ingolstadt gegen Borussia Dortmund, die Heimpremiere des 54. Bundesliga-Neulings.